Wir sind hier in der Reutener Straße in Reutern und wir wurden gerufen zu brennendem Unrat im Außenbereich, aber an einem Gebäude. Wir haben umgehend die entsprechend notwendige Wasserversorgung aufgebaut und haben das Feuer dann mit einem Löschrohr abgelöscht. Es gab keinerlei Schwierigkeiten. Von der Abteilung Reutern waren 2 Fahrzeuge und 18 Mann im Einsatz, von der Abteilung Stadtmitte 3 Fahrzeuge und ca. 20 Mann kommen.